Und jetzt, ihr seht nichts, aber wir sind live. Okay, faszinierend. Servus, Patrick. Hallo. Servus, Andreas. Hallo, Kai. Servus. Servus, Kai und Andreas. Hallo, Patrick. Also ich würde sagen, erstmal Prost auf die unfassbar gut geplante Aktion. Zum Wohl. Sinne. Also, ich hätte gesagt, wir machen genau dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Das war aber Wein. Das stimmt, das stimmt. Dachte, ich kann jetzt nicht schon wieder mit Wein anfangen, wenn hier alle mit Bier kommen. Ist ja auch kein Bargetränk. Also Patrick, du warst ja letzte Woche dabei. Wir hatten das letzte Woche total koordiniert gemacht. Ja? Also wir haben das von langer Hand geplant, haben uns über Technik ausgetauscht und waren plötzlich online. Und, das sind die Besten. Genau, genau. Und diese Woche wollen wir uns unterhalten über Andreas, PSA. 20.1 PSA. Perfekt. Ich versuche nebenher noch meinen. Deine Aufschriebe zu finden. Es ist immer noch 20.1 PSA. Nee, ich versuche nebenher hier zu koordinieren, ob wir auch auf den Bildschirmen der Autotask Dach User Group teilnehmen. Wie ist es denn? Hören Sie uns heute? Das Kai, wir dein Ton wird bemängelt. Hört man mich nicht. Zumindest hört man schlechten Ton anscheinend. Aber ansonsten sehe ich uns alle drei auf dem Stream, von daher so schlecht kann zumindest das Bild nicht sein. Mach mal die Untertitel an. Ist ob des Dialekts vielleicht gar nicht so unangebracht. Ja. Ich finde das immer diskriminierend. Okay, ich glaube, meinen Ton habe ich gefixt. Vielen Dank für die Information. Hatte das falsche Mikrofon an. Ja. Also, Jungs, das neue Release. Welches Feature hat uns direkt überrascht? Auch prinzipiell überrascht war ich, dass ich oben diesen wunderschönen grünen Button gesehen habe. Den habe ich auch betätigt, habe ihn toll gefunden, habe dann mit meiner normalen Arbeit weitergemacht. Ich dachte, es gibt bestimmt irgendwann einen, der mir erklärt, was dieser grüne Button tatsächlich für mich bewirkt, Kai. Ja, also ich dachte mir, noch einen Abwesenheits- und Anwesenheits-Button mehr, Teams, 3CX, was gibt's noch? Facebook, WhatsApp, Insta. Kai Sala. Kai Sala, genau. Kai Sala. Sala. Ja. Ich habe dann in dem Forum in der Autotask Community gelesen, dass es da so eine Liste gibt, habe mir dann auch die Release Notes dazu gelesen und habe dann erfahren, dass das einfach quasi so eine Art Pebble ist, wo sie rauskauen haben und schauen wollen, wie sie es vielleicht dann entwickeln, anstatt dass es den kompletten Release-Cycle und Qualitätsmanagement-Cycle durchläuft. Ja. Keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht, Patrick, was hast du da? Also vernommen, offiziell habe ich nicht so viel dafür oder davon. Im Prinzip kann ich mir auch nur vorstellen, dass ähnlich wie sie das jetzt eben mit den RMM-Releases machen, mit der neuen UI, dass es eben iterativ so ein bisschen eingebaut wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es sinnvolle Punkte gibt, wo man das Ganze einbauen kann. Aber da fehlen Automatismen. Also es fehlen ganz klar Dinge wie, wenn ich abwesend bin und stelle ein Ticket diesemjenigen welchen über, kann ich das? Oder kriege ich zumindest irgendwo angezeigt, der ist gar nicht da. Es müsste gekoppelt sein an Service Calls, es müsste gekoppelt sein an andere Dinge wie eben
Urlaubsanträge, die ich vielleicht über Autotask eingereicht habe. Das ist noch sehr, sehr oberflächlich und ich glaube, es war auch nicht angekündigt so wirklich, sondern es kam tatsächlich, zack, war es da. Das macht natürlich erstmal so ein bisschen den Eindruck, als ob sich keiner Gedanken darüber gemacht hat. Aber wie gesagt, ich sehe Potenzial da drin, nur aber eben nicht, indem das irgendeiner händisch pflegen muss, sondern da muss der Automatismus her, es muss irgendwie einen Idle-Timeout geben, wie das eben bei den typischen EM-Clients ja auch so der Fall ist. Und dann sehe ich da durchaus Existenzberechtigung dafür, aber eben so wie es jetzt ist, ist es dann doch eher ein Gimmick. Also ich gebe dir recht. Da ist tatsächlich die Funktionalität noch ein bisschen wenig ausgebaut, aber wenn man es Klassifizierungen sogar einstellen kann, wir haben im Haus diverse Techniker, die eben zum Beispiel nur SQL-Server betreuen können und wenn die natürlich so einen Haken haben, dass es dann dementsprechend an den zweiten weitergeht oder dann in dem Fall, wenn es eben keinen Professional gibt, dann, wenn der Haken nicht da ist, weitergeht dann an Second Level, Third Level, dann ist das, glaube ich, eine ausbaubare Funktion, ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das war das bei Zendesk oder irgendwo so, da ist es so, wenn du dann dem Supporter schreibst und der ist jetzt nicht mehr da, also quasi abwesend, dann kommt eine Nachricht quasi, hey, der Supporter ist im Feierabend oder ist gerade nicht an seinem Platz oder irgendwie sowas. Auch gut. Soll die Nachricht an irgendjemand anders weitergereicht werden, dann ruf bitte den Support an oder irgendwie so. Das wäre natürlich ein cooles Feature, damit könnte man was anfangen, aber im Moment ist es natürlich erstmal nur ein Button, ne, der irgendwie nichts macht. Ja. Also Zendesk ist ja auch das, was Dato selber für den Support einsetzt und da habe ich das definitiv auch schon bekommen, dass im Prinzip, wenn ich eine Ticketnotiz schreibe, von mir aus per Mail, dann kriege ich einen Autoresponder zurück. Du, der ist nicht da. Wenn du willst, dass es woanders hingeht, musst du mit irgendeinem Hashtag oder sonst irgendwas antworten und dann wird es eskaliert oder was auch immer. Und ich meine, das ist ja ein alltägliches Problem. Nicht jetzt unbedingt, weil wir alle 24/7 Support machen, sondern weil vielleicht mal jemand nicht da ist oder nur halbtags da ist oder was auch immer. Und er hat halt ein Ticket, klassischer Urlaubsfall natürlich auch, er hat ein Ticket, das wartet, weil vielleicht auf der anderen Seite auch Urlaub war, wartet ewig auf Kundenreaktion. Und wann kommt die Reaktion? Genau dann, wenn natürlich der Techniker auch in den Urlaub gegangen ist. Und jetzt kannst du entweder händisch vorhin gehen, die ganzen Tickets an die Queue überstellen oder eben diese Abwesenheitsfunktion nutzen, dass sobald eben diese Reaktion kommt, der Mensch abwesend ist, irgendwas anderes passiert. Von daher definitiv ausbaubar und da wäre es vielleicht einfach schön gewesen, so ein bisschen Perspektive aufzuzeigen. Also es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob du das PDF gelesen hast, das sind so 6 oder 7 Seiten, aber letztlich steht da auch nichts drin, außer der Hinweis, sie haben das einfach mal rausgehauen und wollen mit den Rückmeldungen der Community da was draus machen, also vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir in der Autotask Community, in der englischsprachigen, diesen Post zu diesem Thema ordentlich kommentieren, dann springt wahrscheinlich für uns alle ein cooles Feature dabei raus. Ja? Sind die hier also nicht live dabei? Wenn das wäre doch viel einfacher. Wenn wir das wüssten. Dass einfach die Entwickler hier sich reinschalten, weil dann wäre doch auch eigentlich, ne? Ich glaube, der Sven wollte kommen oder sowas und andere werden wahrscheinlich inkognito da sein oder so. Cooles Feature, wenn da noch ein bisschen was drumherum gebacken wird, irgendwie Workflows mit dranhängen und so weiter, ja. Ich glaube, dann wird es cool. Ja. Was gab es bei den Workflow Neues? Also ich habe bisher nur dieses Feature eingebaut, dass wenn ein Zeiteintrag, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit den Workflows zu tun, wenn ein Zeiteintrag jetzt zum Beispiel bei uns außerhalb der Bürozeiten getätigt wird oder über die Bürozeiten, dass dann automatisch eine andere Tätigkeitsart gewählt wird. Also das heißt, wenn jetzt bei uns ein Techniker um 17.30 Uhr anfängt mit einer Arbeit und bis 20 Uhr braucht, weil es eben außerhalb der Bürozeiten gemacht werden soll, dann wird um 17 bis 18 Uhr noch der normale Stundensatz verwendet und bei uns dann eben ab 18 bis 20 Uhr 50% Aufschlag. Und dann wird eine andere Tätigkeitsart automatisch ausgewählt. Und es ist eigentlich auch ganz schick, es werden 2 Zeiteinträge gemacht und es kommt so ein interner Eintrag, dass das eben aufgeteilt wurde wegen bla bla bla. Ganz cool eigentlich, ja. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal ausprobiert? Also ich habe es aktiviert und es funktioniert sofort fabelhaft, ja. Also da gab es gar nichts zu meckern irgendwie. Ich habe es gesehen. Dachte, ich warte jetzt tatsächlich mal, weil du wirst es sicherlich relativ schnell einsetzen, was du dazu sagst.
Weil bisher war das natürlich bei uns ein händischer Aufwand. Ne? Das heißt, wir haben halt schlichtweg, ja, zum Wohl, schlichtweg um 17 Uhr eben eingeschaltet haben. Aber wenn du sagst, es funktioniert ordentlich, würde ich das definitiv auch wahrscheinlich nachher schon schön aktivieren. Ja, bei uns ist es teilweise so, wir haben noch eine größere Umstellung Rollentätigkeitsarten vor der Brust. Von daher habe ich da auch erstmal die Finger von gelassen, bis diese Umstellung rum ist, weil ja, wir aktuell noch mit Tätigkeitsarten auf Themengebieten arbeiten und das, du merkst einfach immer wieder, dass du da so ein bisschen gegen die Interna des Tools kämpfst. Und von daher, bevor ich das nicht abgestellt habe, fange ich damit auch nicht an. Das heißt, wir machen das bisher auch mit einem eigenen Tätigkeitseintrag für die Zeiten, die dann eben After Hours passiert sind. Aber schön zu hören, dass es funktioniert. Ja, also wir haben die Tätigkeitsarten, ich weiß nicht, von denen, die zusätzlich noch zuhören oder so, vielleicht kann der eine oder andere schreiben, wie sie die Tätigkeitsarten konfiguriert haben. Also wir haben das bei uns tatsächlich im Moment noch so, und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht irgendwie umfall in die eine oder andere Richtung, dass wir die Rollen sind so klassisch von wegen Techniker, Senior oder Junior irgendwie, ja. Was ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so toll finde. Und die Tätigkeitsarten sind bei uns klassifiziert in zum Beispiel Störung, Serviceanfrage, Change Request und dann eben diese, und dann kommen da dazu die Aufschläge oder ob es eben vor Ort ist oder Fernwartung. Und dann kann eigentlich jeder Techniker, jede Technikerin das relativ cool und sauber auswählen. Keine Ahnung, wie habt ihr das so gelöst? Exakt so. Also wir haben auch die Standards eigentlich so weit verwendet, wie sie da sind. Das heißt, wir haben Service-Anfrage, wir haben Change-Request und Incident. Das sind unsere drei Arten, die wir auswählen und dann dementsprechend eben die Technikerrolle, also tatsächlich mit normalen Techniker bzw. Consultant. Wir teilen es in drei Rollen auf. Wir teilen das in Azubi, Techniker und Consultant auf und dann dementsprechend ziehen uns da dann die Stundensätze raus. Ja, bei uns, wie gesagt, ist es aktuell noch so ein bisschen auf dem Kopf. Wir sind ja schon Watt älter und wir haben historisch gewachsen immer einen tätigkeitsbasierten Stundensatz gehabt. Das heißt, du zahltest historisch gewachsen immer was anderes, ob du jetzt was am Arbeitsplatz zu tun hattest oder ob das jetzt ein Exchange-Server-Thema ist. Und das, deswegen haben wir aktuell eben, das war damals auch wegen der Integration ins ERP irgendwie nicht anders machbar, haben wir Rollen, die eigentlich in-house oder extern deklarieren, respektive um es aus einem Vertrag ausschließen zu können, weil Changes eben klassisch eben ausgeschlossen sind, haben wir noch eine Change-Rolle, mehr oder minder. Und die Tätigkeiten sind dann eben tatsächlich Themengebiete. Das heißt, es gibt eine Office 365-Tätigkeit, es gibt eine Firewall-Tätigkeit, es gibt eine Arbeitsplatztätigkeit. Und das hat einen ziemlichen Wildwuchs irgendwo nach sich gezogen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch auf das Release wegen diesen After-Hour-Tickets-Geschichten, Time-Entry-Geschichten gewartet, bevor ich jetzt eben alles auf den Kopf stelle und diesbezüglich vielleicht noch eine Einschränkung habe. Das heißt, das ist jetzt einfach ein Projekt fürs nächste Quartal, da mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber wie du, Kai, bin ich jetzt auch mit diesen Junior-Senior-Bezeichnung, das war so ein bisschen im Hinterkopf, das müsste in die Richtung gehen, um dann eben auch vielleicht den Junior so ein bisschen unter einem Azubi fahren zu lassen, respektive andersrum. Glücklich bin ich mit den Bezeichnungen aber auch nicht. Okay. Ja, spannend. Also, ich bin mit den Rollen da sowieso gerade so ein bisschen im Struggle irgendwie und jetzt kam das funktioniert ganz gut mit dem Aufschlag jedenfalls. Das tut ganz gut und das ist auch für die Leute, glaube ich, eine Erleichterung, dass sie eben nicht um 18 Uhr dann entscheiden müssen, okay, andere Geschichte, anderes Ding auswählen, sondern dass es eben automatisch geht. Macht auch so, sagen wir mal, diesen Genehmigen- und Buchenprozess für mich halt echt viel, viel cooler und viel, viel einfacher, weil natürlich viele dieser Einträge, die man ständig korrigieren muss, nicht mehr korrigiert werden müssen. Ne? Macht schon mehr gut, Spaß. Bei dir mit deiner QS-Schleife natürlich durchaus angebracht, klar. Ne? Ja. Was hattet ihr noch so auf dem Schirm von der letzten Release irgendwie so? Du hast von Workflows gesprochen oder angefangen und dann was ganz anderes erzählt. Deswegen machen wir vielleicht mal die Schleife zurück. Workflows sind ja was, Fluch oder Segen. Und ich bin immer froh, wenn sich in dem Bereich ein bisschen was tut. Denn es gibt ja so das eine oder andere, wo du dir denkst, ach, das ist total Piece of Cake. Das klickst du dir mal eben schnell zusammen.
Und dann stellst du fest, verdammt, genau die Option kann ich nicht auswählen. Mhm. Eins davon war die ganze Zeit die Ticketart. Denn ein Anwendungsfall bei uns ist tatsächlich, wir erziehen unsere Kunden dahingehend, dass sie ganz viel entweder Kundenportal benutzen oder tatsächlich die Tickets aus dem RMM-Client direkt aufmachen. Und wenn du das tust, zumindest war das bei uns so und ich habe keinen Weg drumherum gefunden, gehen alle Tickets als Warnung auf. Das heißt, so wie RMM an sich ein Ticket eröffnen würde für einen Alarm, nämlich mit Ticketart Warnung, so gehen im Prinzip dann auch die Tickets der Anwender auf, was natürlich Quatsch ist. Denn wenn der Anwender fragt, ich kann nicht drucken, dann ist das keine Warnung, sondern das ist ja erstmal eine Serviceanfrage. Und das ließ sich die ganze Zeit nicht ändern. Fakt ist, mit 2020.1 kannst du das. Das heißt, die Ticketart lässt sich über den Workflow ändern. Und dementsprechend kannst du das eben mittlerweile genau so tun. Und wir haben ein Feld weniger zu korrigieren im eingehenden Ticketprozess. Ja, das ist cool, tatsächlich, ja. Also vor allen Dingen über den Agent-Browser, ne, wenn das so erstellt wird, kannst du gut abfangen, kannst du gut ändern. Ja, mega. Ja. Vor allen Dingen sieht es im Kundenportal und beim Kunde selber, wenn dem jetzt eine Info schickst und so weiter, sieht es nicht so nach Störung. Also stand da immer ein Incident dran, ne? Also genau. Quatsch, ja. Ja. Genau der Punkt. Hast und du kannst ja dann auch mit den Anfragen was anderes, wenn du dann vergisst, das Feld anzupassen, dann kannst du mit den Anfragen wieder Dinge nicht tun, ohne sie vorher umzuklassifizieren, kannst sie nicht an ein Problem dranhängen, etc. Ne, doch, Problem geht, glaube ich, aber irgendwas anderes ging nicht. Und deswegen ist das schon eine saubere Sache so. Ja, absolut. Andreas, hast du da schon was gemacht in der Richtung? Nee, hast nada. Hast du gedacht, warte ich mal, bis die Community irgendwas macht, guckst du das an? Nee. Also wir sind tatsächlich mit, ich sag mal, den Features immer, ich sag mal, ein, zwei Releases hinten ran. Ne? Wir haben noch sehr, sehr viel im Autotask mit uns selber zu tun, dass das überhaupt mal rund läuft. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir einfach intern nach und nach anpassen. Da sind wir schon weit, aber halt nicht so weit, dass wir sofort mit dem neuen Erscheinen von irgendwelchen Releases juhu schreien, hey, da ist endlich dieses Release, sondern im Prinzip, wir sind noch relativ weit damit oder lange damit beschäftigt, viele, viele Dinge für uns persönlich gerade zu ziehen. Ne? Es sind viele Dinge dabei in dem neuen Release, wo ich mich drauf freue, ne? Zum Beispiel diese Verbesserung beim Zusammenlegen vom Tickets. Ich habe es noch nicht getestet. Aber das ist sagen, ja, wenn man Juhu schreit, dann doch bitte da. Ja, genau. Also, weil das ist ja so ein Thema, wo ich immer wieder Themen habe. Wir haben, was weiß ich, fünf Tickets bei Kunden, die werden irgendwie zusammengelegt. Der Kunde kriegt nachher eine Rechnung über Ticketnummer 1, 2, 3, 15 und über 4 Stunden. Und jedes Mal die Diskussion, ja, was ist denn da jetzt in dem Ticket drin? Und da freue ich mich ein bisschen, dass wir das vielleicht in die Richtung bekommen, dass er dann hinten raus sieht, was denn da von der Beschreibung jetzt tatsächlich inkludiert wurde. Das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht angeschaut, aber das erhoffe ich mir von dieser Funktion, weil das ist ein ganz großer Manko, den wir bisher immer ganz, ganz oft bei den Kunden eben nacharbeiten müssen, wo wir sagen müssen, Mensch, ja, da haben wir, was weiß ich, den Exchange-Server behoben mit Ticket XYZ und da haben wir das und das und das behoben, weil eben nur eine Ticketnummer in dem gemergten Ticket dann von dem mit drin stand. Was ich bei dem Ticket-Merge ein bisschen Banane finde irgendwie, ist, dass unter diesen Einträgen drunter, ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, wenn ich jetzt, also wir haben quasi so diesen Prozess, oder ich habe den Prozess bei uns implementiert, die Leute tippen was ein, machen was, arbeiten auf den Ticket und dann, bevor es in den Genehmigung- und Buchenprozess geht, findet vorher immer noch so eine Art Qualitätskontrolle statt. Und wenn ich dann reinschaue in diese Qualitätskontrolle und wirklich die Tickets durchschaue, dann habe ich manchmal Zeiteinträge, wo ich sage, hä? Der passt gar nicht. Und dann stelle ich erst fest, oh, der kam von einem gemergten Ticket. Das heißt, unter einem Zeiteintrag oder einer Notiz müsste eigentlich drinstehen, hey, dieser Zeiteintrag wurde aus diesem einen alten Ticket übernommen. Ja, ja, das fehlt irgendwie. Ja. Also man kann nachher nicht mehr nachvollziehen, wo kam das Zeug her. Ja. Ja. Genau. Ich denke aber, das hängt so ein bisschen auch an dem Prozess, wann du mergst. Für mich ist es oft ein Punkt, tatsächlich Doppelte zu eliminieren. Teilweise werden die sicherlich auch zu spät gesehen. Aber dass jetzt die Tickets so vor sich hinlaufen und dann, sagen wir mal, nach 2, 3 Wochen irgendwann mal gemerged werden,
Das wäre jetzt bei uns eher die Ausnahme, sondern es ist eben tatsächlich, dass Kunden nochmal auf ihre gesendeten Mails antworten, damit ein zweites Ticket generieren, aber logischerweise in der Ticketbeschreibung von dem zweiten Ticket was Sinnvolles drinsteht, denn er hat ja auf sein eigenes Fehlermeldungsmail nochmal geantwortet mit weiteren Informationen und von daher will ich das natürlich in dem gemergten oder in dem Zielticket auch drin haben. Mhm. Aber wie gesagt, dass jetzt da bei uns so an Branches mehr oder weniger gearbeitet wird gleichzeitig und dann zum Schluss erst vor genehmigten Buchen da in Merch stattfindet, das würden wir, glaube ich, in der Form nicht machen. Nee, bei uns ist die Funktionalität hauptsächlich die, wir haben die Kunden natürlich nacheinander schon dazu erzogen, dass sie Tickets schreiben, über welchen Kanal auch immer, das spielt keine Rolle, aber sie schreiben die Tickets. Es gibt immer wieder Kunden, die möchten die Tickets nicht über Remote bearbeitet haben, sondern die möchten, dass das abgearbeitet wird in einem Vororttermin. Sei es drum, ist so. Und dann gibt es eben ein Ticket vor Termin am XY und dort werden eben die Tickets, die bis zu dem Zeitpunkt generiert worden sind und dann an diesem Tag abgearbeitet werden, hineingemerged. Und dann fehlt eben die Beschreibung von dem Ticket. Ne, die komplette Titel von dem Ticket hat bisher immer gefehlt und so weiter. Also es ist eine Anwendung, die wir mit diesem Merchen haben. Wir merchen im Nachgang natürlich auch nicht irgendwelche Tickets zusammen, die schon 2-3 Wochen in Bearbeitung sind. Wir machen es da tatsächlich so wie du, Patrick. Ne? Wenn wir doppelte Dinge haben, was weiß ich, doppelte Fehlermeldungen oder doppelte Meldungen zu irgendwas von unterschiedlichen Usern, dann merchen wir die zusammen. Und eben ein ganz großer Anwendungsfall, eben die Vororttermine bei uns. Ja, aber ich glaube, mit der Beschreibung und Titel wirst du weiterhin leer ausgehen. Ja, da passiert nichts. Ne? Also das sind so manche Sachen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ja? Immerhin, das, was wir jetzt haben, das ist sag mal, ein großer Meilenstein. Wollten wir erst vor 7 Jahren haben oder so. Ja, ja, aber du, wir sind gerade in der Umsetzung begriffen. Ne? Ich meine, guck dir SNMP an. Ja. anderes Produkt, ja, müssen wir dann nächste Woche oder so machen. Ja? Also Ticketmerch auf jeden Fall, coole Sache. Ja? Grüner Böbelhammer, Bürohammer. Mit Workflows haben wir. RMA-Prozess, kenne ich in der Theorie, in der Praxis habe ich es noch nicht umgesetzt. Ja? Patrick, du? Sind wir im ERP zu Hause mit den meisten Geschichten, weil wir da eben Lagerbewegungen drin haben und das wickeln wir aktuell nicht über PSA ab. Also RMA muss ich auch passen. Dito. Ja. Wäre vielleicht was fürs Publikum. Ja, richtig. Also mir fallen da so spontan so Namen ein wie. Wer antwortet da? Antwort an Schweizer stehe ich hier. Danke. Schlechter Ton. Also mir fällt da jetzt zum Beispiel der Herr Schweizer ein. Also es gibt ja viele, die sozusagen die Produkte und vielleicht auch so Lagerbestände so ein bisschen über Autotask verwalten. Wir probieren das immer wieder, wir machen es aber noch nicht real. Sicherlich hat da der RMA-Prozess dazu gefehlt. Das kann man irgendwann diese Möglichkeit, Configuration-Items ja auszutauschen untereinander. Aber jetzt diesen RMA-Prozess, wie er jetzt da ist, haben wir noch nicht implementiert. Ja. Muss ich mich auch noch ransetzen und die Hausaufgaben machen. Also habe ich bis jetzt noch keinen Plan, außer der Theorie vorher, wie es aufgebaut ist und wie die Datenbank aussieht und so. Aber jetzt in der Anwendung selber als Geschäftsprozess umgesetzt haben wir es noch nicht. Ja. Ich hätte noch eine Kleinigkeit aus dem Bereich Admin. Auch das haben wir noch nicht implementiert, haben dem aber ein Stück weit entgegengefiebert. Und das ist das Thema ausgehende E-Mails und an der Stelle DKIM. Das heißt, das ist ja auch Teil von 2020.1 gewesen, dass man da das Thema oder die Schraube Mail Security ein bisschen mehr anziehen kann, indem man eben DKIM konfiguriert und damit eben Mails, die von Autotask versendet werden, in eurem Namen dann entsprechend auch so sinnvoll auf der anderen Seite ankommen, dass man ja nicht die Spam-Schrauben ganz locker lassen muss. Von daher, das ist natürlich auch noch eine sehr, sehr willkommene Erweiterung von der E-Mail-Funktion. Mhm. Mhm. Ja. Habe ich gelesen, habe mir schon bestimmt 5-mal notiert, dass wir das umsetzen sollten. Und jetzt, wo du es gerade sagst, habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mir es nochmal auf. Vielleicht kümmern wir uns darum. Ich pack das ab. Ja, das mach mal. Ich glaube, der Andreas hat sich gerade auch notiert. Der hat sich gerade gedacht. Was ich auch ziemlich cool finde, ist das Thema Webhooks. Ja? Also hatte ich mich tatsächlich riesig drauf gefreut. Habe reinguckt und habe festgestellt, fängt erst ein CRM. Keine Tickets. Ja, ja.
Aber okay, klar, natürlich erst muss ich mal die Kunden und so Webhooks machen, bevor ich die Tickets Webhook mache, also Webhooks zu den Tickets machen kann. Aber das wird ja jetzt sicherlich nach und nach kommen. Ich glaube, dann wird es richtig cool. Also Webhooks ausgehend über die Tickets, ich glaube, dann wird es geiler Shit. Ja. Glaube ich auch. Ja, also Callouts sind dann doch ein bisschen 90er. Von daher ist das eine Geschichte, die wird schon cool werden. Keine Frage. Also unser Workaround ist im Moment, wir verschicken quasi bei jeder Änderung an einem Ticket irgendwas, alles Mögliche. Haben wir im O365 eine Shared Mailbox eingerichtet. Die heißt bei uns Flowbox. Da wandern alle Daten quasi als JSON rein. Und und dann tun wir es halt mit Microsoft Flow irgendwie oder Power Automate jetzt irgendwie verarbeiten, ja. Aber halt. Das heißt, du baust aber auch das JSON in dem Message Body im Notification Template. Ja. Ist dir da schon mal aufgefallen, wenn jemand sich beschwert, dass sein 17-Zoll-Monitor nicht mehr funktioniert, dass diese Mail bei dir nicht ankommt? Ja. Da weil natürlich die Hochkommas du nicht escapen kannst. Da haben ein paar schlaue Köpfe bei mir dieses ganze Thema im Flow mit 5000 Variablen und 5000 Mal hin und her bearbeiten und so weiter gefixt. Also bei uns funktioniert das tatsächlich. Ja. Als ich zuerst beim ersten Mal in den Flow reinguckt habe, habe ich mich gewundert. Dann habe ich mich aufgeregt über die Dokumentation, weil ich sie bis heute nicht verstehe. Aber es funktioniert. Ja. Ja. Also bei uns gibt es auch ein paar wilde reguläre Ausdrücke in der Integration in Slack, die wir damals gebaut haben. Jetzt für Teams haben wir das tatsächlich über Callouts gelöst. Aber du musst natürlich Daten nachladen, weil du im Callout natürlich nur sehr, sehr sparsam mit Informationen versorgt wirst. Du kannst ja froh sein, dass du die Ticketnummer übergeben kannst. Und dementsprechend musst du Informationen nachladen, um eine sinnvolle Notification draus bauen zu können. Ist auch nicht schön. Von daher Webhooks. Also mit den Webhooks wird es ganz cool, ja. Configuration Items gab es noch, gab es ein großes Update. Hat mich jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, so vom Hocker gegriffen, nutzen wir nicht so in der Form durch IT-Glue und so. Ja. Also, dass es schöner geworden ist, ist ja eine Sache, das gab es ja schon in ein paar Releases her. Mittlerweile eben mit den zusätzlichen Rubriken für Configuration Items konnte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel abgewinnen, dass ich da jetzt Boxen ein- oder ausblenden möchte, basierend auf irgendwelchen Device-Types. Ist jetzt nicht so der Burner gewesen. Geht uns genauso. Also wir verwenden die Configuration Items hier auch sehr, sehr spärlich, auch durch IT-Glue. Ist die Information fast uninteressant für uns. Ja, wobei es natürlich schon definitiv schon was ausmacht, wenn ich jetzt in diesen Configuration-Item-Dialog auch reingehe und dann auch jetzt sehe zum Beispiel, was unter diesen Tickets, was auf diesem Gerät mit den Tickets, was für Zeiteinträge dort auch liefen. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns sind die Zeiteinträge und so weiter, sind bei uns definitiv ein Tätigkeitsnachweis. Dort wird hingeschrieben, was wurde gemacht. Ja? Und wenn ich jetzt auf so ein Gerät raufgehe und ich achte da schon peinlich genau drauf, dass wir immer die Geräte sauber auswählen, die CIs, dann habe ich schon einen coolen eine coole Historie, was da passiert ist, auch für die Fehlersuche, wenn jetzt ein neues Ticket zu dem Gerät reinkommt, ne? Ja, definitiv. Nur das ging alles schon vorher. Das, was mit 2020.1 kam, ist ja einfach nur die lustigen bunten Labels, die bei Tickets irgendwie ganz cool sind. Ja. Weil du vielleicht auch die Boxen von der Reihenfolge her verändern kannst, weil auch gespeichert wird, was zugeklappt und aufgeklappt ist pro User und pro Rubrik. Das ist ja an sich schon eine coole Sache. Nur ich bin nicht so oft in der CI-UI. Also das heißt, ich gucke mir das zwar an und lese mir da auch die Kommentare gerne durch oder Zeitanträge, Historie etc., aber dass ich da jetzt den halben Arbeitstag verbringe und irgendwie auf dem CI da rumwurschtel, das gibt's eher selten und dementsprechend habe ich da natürlich die Enhancements nicht so wirklich zu schätzen gewusst. Ja. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen üben. Der Andreas schreibt hier, und jetzt weiß ich nicht, schreibt er gerade? Hat er vor 10 Minuten geschrieben? Ja? ach komm, Jungs, das ist schon ein cooles Feature. Welches? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ja, aber sind alle coole Features. Also, passt. Ja. Benutzt jemand QuickBooks von euch? Das war ja auch jetzt, um vielleicht auch die Überleitung, auch wenn wir schon an unserem gesetzten Zeitziel so ein bisschen vorbeigeschossen sind, wie das gute alte Douglas Adams Zitat. Ich mag ja Deadlines, vor allem den Ton, den sie machen, wenn sie vorbeirauschen. Aber vielleicht um die Überleitung zu 2022 als Ausblick noch so ein bisschen hinzukriegen. QuickBooks ist ein
Pillar-Feature von 2020.1 gewesen, ein großer Teil davon. Und aber auch in 2020.2 geht es da weiter. Benutzt das irgendeiner von euch? Nee. Also spannend bei dem Thema QuickBooks fand ich, das war zu Beginn, als ich quasi Autotask mir angeschaut habe, und das war wirklich vor 7 Jahren immer schon wieder ein Thema mit dem QuickBooks, war das Problem, dass QuickBooks sozusagen Deutschland, Dachraum, ein ganz anderes QuickBooks ist, wie das die im amerikanischen, englischen Raum einsetzen. Und deswegen ist das tatsächlich immer hinten runtergefallen. Ja. Und ehrlicherweise habe ich es die letzten 5 oder 6 Jahre nicht mehr angeschaut, ob sich da was getan hat, dass man das eben im Dachraum auch einsetzen könnte. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Der Fritz schreibt gerade kein QuickBooks, SAP. Ah, der Andreas meinte die Rubriken bei Devices. Ja. Ja, ja. Muss er dann mal ausführen, was er da für Vorteile sieht, wenn wir dazu nüchtern sind, das zu sehen. Ja, aber das, die Thematik QuickBooks interessiert mich persönlich schon, weil wir ja momentan, also wir sind noch in der Phase, dass wir Autotask tatsächlich als eigenständiges Tool verwenden, ohne irgendwelche Anbindungen, jetzt mal irgendwelche Teams-Kanäle oder sonst irgendwas ausgenommen, also tatsächlich ohne Anbindung an ein wahren Wirtschaftssystem, was uns natürlich momentan noch vor die Lösung stellt, wie kriegen wir es mit OP-Listen hin, wie kriegen wir es tatsächlich mit der Buchhaltung hin. Das heißt also, wir sind jetzt momentan gerade dabei, die Thematik mit Weeklab zu testen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn da eine Integration zu QuickBooks besteht, dass es eventuell für uns durchaus auch ein gangbarer Weg ist, in Richtung QuickBooks zu schielen, weil für uns ist es tatsächlich nur die Funktionalität. Oh, da will ich dich kurz unterbrechen. Und, ja. Der Alexander schreibt gerade, vor 6 Monaten ging QuickBooks immer noch nicht mit der deutschen Autotask-Version. Okay. Ja, blöd. Also vielleicht wie befürchtet, ja. Muss man vielleicht nochmal so ein bisschen nachhaken und fragen, woran es liegt. Warten wir es ab. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg, den werden wir uns dann sicherlich jetzt anschauen. Wenn wir hier das Weeklab noch näher in der Lupe haben und vielleicht dann tatsächlich Richtung QuickBooks noch schauen. Ja. Danke, Alexander. Gute Information. Ja. Wenn auch ernüchternd. Ja. Ich meine, es ist offensichtlich ein ganz anderes Produkt, ne? Interessant. Ja. Aber gut, unser Autotask ist ja auch immer hinterher, hinter den internationalen. Vielleicht sind wir da ganz froh drum. Vielleicht auch das. Naja. Ich meine, aber da muss man ja schon sagen, im Vergleich zu vor vielen Jahren hat sich der Intervall deutlich verändert, also quasi Innovationszyklus, Entwicklungszyklus deutlich schneller und besser geworden. Also es ist jetzt, vor vielen Jahren war es so, dass ich jedes Feature auswendig gekannt habe, bevor es da war. Und jetzt ist schon so, dass die Anzahl der Features und Sachen, die neu dazu reinkommen bei einem Release, muss man sich schon bemühen, hinterherzukommen. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man einfach sagen kann, yo, hat sich schon deutlich verändert. Ne? Definitiv, ja. Also es gibt ja Jahre, da gab es, glaube ich, gar kein Release. Wir sind ja seit 2013 dabei und da gab es einige dieser dürren Jahre. Und von daher wollen wir da mal tatsächlich den Hut ziehen und einfach sagen, die Zyklen, die wir aktuell haben mit quartalsweise Releases grob, das ist schon eine feine Sache. Und da merkt man eben auch, dass es wirklich vorwärts geht. Okay, cool. Ja, ich glaube, ich habe hier nebenher das PDF so offen, dass wir auch nichts vergessen. Ja. Vielleicht haben wir ja nächste Woche schon die anderen Webhooks, ne? Ah ja, Alexander schreibt gerade, QuickBooks-Schnittstelle laut Support ausschließlich von QuickBooks bedient wird. Ja. Patrick, du hast die Release-Notes von 2020.2 schon angeschaut, ne? Ja, so ein bisschen zumindest mal vorgelugt. Das ist ja relativ frisch, die Ankündigung. Also raus ist es, glaube ich, auch international noch für keinen. Und dementsprechend ist das alles noch so ein bisschen Theorie. Aber natürlich gibt es ja schon so ein bisschen Ausblick, worauf man sich freuen kann. Und vielleicht kann man zumindest das ein oder andere mal anreißen. Ein Feature, wonach sich viele wahrscheinlich die Finger lecken, ist eine REST-API. Also Soap wurde viel beschimpft, teilweise viel gelobt.
Aber es ist natürlich einfach nur ein anderer Stil und PowerShell als Rapper nimmt vielleicht auch den ein oder anderen Schmerz davon weg. Nur mal eben für ein schnelles Lookup, wie eben das beschriebene Integrieren in Teams, wäre natürlich eine feine Sache, wenn ich dafür nicht irgendwie die große Soapkeule auspacken müsste und einfach nur schnell einen REST-Call mache. Ja. Das ist mega, beispielsweise ja. eine Kiste, die ich extrem cool finde. Weiß nicht, ob ihr da noch was weiter zu sagen wollt. Ja, also ich glaube, also die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, ja, das ist ja nicht nur begrenzt auf Teams und so weiter, ja. Also ich habe, ich denke natürlich sofort wieder an Teams, ich habe mir neulich die Geschichte mit Teams angeschaut zum Thema Bots, ja. Und wenn ich mir halt Bot-Entwicklung anschaue und mir dann vorstelle, ich kann auf einen Thread irgendwie antworten und sagen, hey, schreib mir das zurück in das Ticket und so weiter, dann wird das schon cool. Und das ist natürlich schöner zu programmieren, wenn wir jetzt halt irgendwie eine schöne REST-API haben, ja. Klar. Mhm. Vor allem keine hässlichen spitzen Klammern mehr, weil wir haben ja auch JSON und nicht mehr XML. Ja. Ja, also das ist eine Thematik, die 2022 mitbringt. Ansonsten eine Neuerung, mit der ich auch nicht gerechnet hätte, war tatsächlich, na, eins von zwei, wir haben darüber gesprochen. Ja, absolut. Ein Rich Text Editor. Ich weiß nicht, ob das auch bedeutet, dass man endlich Emoji in Ticket-Kommentaren verwenden kann, aber zumindest wird tatsächlich ein Rich-Text-Editor kommen. Ticket-Beschreibung, Kommentare, glaube ich, in diesem Release noch nicht, soweit ich das verstanden habe. Aber zumindest an der einen oder anderen Stelle kann man tatsächlich auch mal was fett schreiben. Ja. Vor allen Dingen das eingehende Fettschreiben oder sowas, wenn ein Kunde uns auf irgendwas aufmerksam machen will, dass ihm besonders dringend oder wichtig ist. Und diese Information geht ja häufig deutlich verloren. Ja? Also ein Kunde schreibt irgendwas in Großbuchstaben und fett, bla bla bla, und jeder normale Mensch versteht, oh, ja. Scheint dringend zu sein oder so, geht im Moment verloren, die Information. Ne? Also diese zwischenmenschliche Information. Ja. Und auch, was vielleicht ganz, ganz schick ist dabei, weil es eben auch für die eingehende E-Mail-Verarbeitung integriert wird, dass eingebettete Screenshots, wenn drumherum Text ist, der sich auf diesen Screenshot bezieht, dass diese auch so erhalten bleiben. Das heißt, die Mail vom Kunden, die vielleicht reinkommt über die eingehende E-Mail-Verarbeitung, die eingebettete Screenshots hat und er dann sagt, guck mal hier, Doppelpunkt, und dann mit einem zweiten Screenshot, guck mal da. Ja. Auch diese Information geht ja Stand heute verloren. Wir sind ja froh, dass wir diese Screenshots mittlerweile eben eingebettet im Ticket öffnen können, aber natürlich gibt es den Kontext nicht in der Form und das wird dann mit 2022 auch ein bisschen besser werden. Ja, super. Spannend finde ich auch das Thema Tags, also so, dass ich Sachen quasi übergreifend über diese ganzen Gruppen von Einträgen, also Ticket oder was auch immer, zusammenfassen kann über Tags womöglich, ja. Also was da am Entstehen Freitext, ist ja schon... Ne? Also Freitext ja. Eigentlich, dass dieses ja, Starre so genau. Ein bisschen rauskommt aus dem, ja. Was man im Moment als Kategorie und Unterkategorie hat, das Bier beginnt zu wirken. Das wird irgendwo so ein bisschen aufgeweicht und Tags haben ja immer so ein bisschen, wenn man sie nicht mit Autovervollständigung bekommt, haben wir immer so ein bisschen einen Wildwuchscharakter. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das so wirklich ausgeht, ob es wirklich Freitext ist und bleibt oder ob wir tatsächlich aus Admin-Sicht das Ganze vorgeben müssen. So tief habe ich noch nicht reingeguckt. Also spannend wird auf jeden Fall, die Tags im Dashboard zu verwenden. Wenn wir Tags in Workflows hinterlegen können oder über die API hinterlegen können und dann im Dashboard wiederum den Mitarbeitern anzeigen können oder uns zur Auswertung anzeigen können, also das wird richtig cool. Also da können wir viele Sachen rausziehen. Ja. Und du kannst wohl auch Tags über eingehende E-Mails wieder verarbeiten und zuweisen. Das heißt auch da, je nachdem, welche Integration vielleicht über E-Mail angebunden ist und keine offizielle API-Anbindung hat, kann eben mit entsprechenden Postfächern auch entsprechende Tags an die Tickets gleich dran bappen. Ja, absolut. Cool. Ja, genau. Sehr schön. Super. Automated Billing war ja eine Geschichte, User-Based Billing war ein großes Thema ja auch, DatoCon in Paris habe ich in einem von den Vorträgen von Joe Rock gesehen,
was ja so ein bisschen sein Baby auch zu sein scheint, was das Ganze angeht. Viele haben sich ja so ein bisschen dran gerieben, wie komplex das auch von der Einrichtung her ist. Ich habe mir auch schon so den ein oder anderen Zahn dran ausgebissen. Und da gibt es wohl auch noch ein paar Improvements in dem Bereich, gerade was Device-Based Building angeht. Weiß ich nicht, muss man dann auch sehen. Verwendet das einer von euch? Mm-mm. Was ich gerade, also eine Sache vielleicht noch hier, der Fritz schreibt gerade leider noch nicht in Zeiteinträgen, was das Thema Rich Text angeht. Ja, Kommentare allgemein glaube ich nicht. Ja, genau. Ja. Also ich denke, aber ich meine, der Anfang ist getan. Ja, also das ist ja schon mal wirklich cool. Ja, prinzipiell sollten wir vielleicht nicht allzu viel von dem neuen Release vornehmen, weil wenn es dann kommt, werden wir es sicherlich auseinandernehmen. Ich freue mich schon drauf. Ne? Rich Text ist sicherlich eine große Erweiterung. Das ist natürlich hat bisher sehr, sehr stark gefehlt, ganz klar. Das Thema der angehängten E-Mails ist natürlich auch unfassbar cool, wenn sie jetzt plötzlich nicht mehr in Einzelteilen und Bruchstücken unten dran hängen. Aber ich freue mich drauf, mal schauen. Es wird sicherlich wieder die eine oder andere Einschränkung geben, die uns vielleicht nicht ganz so euphorisch dastehen lässt, aber wir arbeiten dran und ich freue mich drauf. Ja, ach, das wird cool. Ja. Also ich glaube, auch von den Kommentaren so Rückmeldungen haben wir keine übersehen oder so, glaube ich. Nö, sieht soweit gut aus. Ja. SAP also, nehmen wir auch nächste Woche auseinander. Genau. Also auch an alle, die jetzt hier mit dabei waren und so, ihr könnt euch da jederzeit beteiligen, Themen einkippen. Das ist ja quasi aus einem Unfall von letzter Woche entstanden, den der Andreas und ich hatten, einfach den falschen Knopf drücken und auf einmal waren wir da. Ja, ja, wie, sind wir schon online? Ja, richtig. Oh scheiße, ich muss Hochdeutsch reden. Bin ich schon drin? Ja? Aus Spaß wurde Ernst. Ernst ist jetzt 5 Jahre alt. Ja, genau. Korrekt, ja. Ich habe auch diesmal an meinem Zwickel, das ich hier vor mir habe, mein Naturtrübes, habe ich jetzt auch wirklich langsam getrunken. Nicht so wie das letzte Mal. Ja, ja, du, ich habe auch nur eine Flasche, aber ich habe dafür eine doppelt so große genommen. Ne? Okay. Ja, sehr schön. Sehr also cool wäre, wenn alle, die zugeschaut haben, irgendwie uns vielleicht Feedback da lassen und vielleicht Vorschläge machen oder so. Und nein, es war keine Datto-Idee und so, es war wirklich ein Unfall und es ist wirklich just for fun hier, ja. Wir haben einfach Spaß, den Content hier zu verteilen, oder? Absolut. Definitiv. Und wir würden es auch nochmal machen, wenn man uns nicht vom Hof jagt. Nächste Woche, 17.30 Uhr. Okay, alright. Dann. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Die Musik von meinem Kleinen ist eingeleitet. bei dir findet wohl ein Zimmerwechsel statt, ja? Ah, es ist Werbung. Also, schönen Abend euch zweien und allen anderen da draußen. Bis dann. Ciao. Bye. Ciao, ciao.